So, herzlich willkommen bei Skyrim, PlayStation 4 Edition. Vor uns ist uns ein kleiner Fehler Ja. unterlaufen. Wir haben versehen auf einer falschen Taste gedrückt, dann wurde das Video gestoppt. Ich wollte eigentlich auf Warten machen, aber da habe ich dann versehentlich das Video gestoppt. So, aber jetzt geht's weiter und Ja, so. weil bei dem Dings, bei der Dreifassung ist ja das Warten auf Select. Hier ist es auf die Mitte, auf den Touchpad von dem Controller. Ich habe jetzt Bärenklauen, glaube ich, eingesammelt. Ja, Unfall. Und Fell. Dem müssen das Zutaten. Das gibt nämlich Erfahrung für den Dings. Ein Schmied. Ja, nee, nicht Schmied, sondern Alchemie gibt es das Erfahrung. Das ist im Bärenklau vernascht. Da lernst du deren Fähigkeit lernen, was die Bärenklaue bewirkt. Da gibt es einen kleinen Erfahrungsboost. Auch nur Das ist wie der minimal. Ausgang am Haus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen Nee, das ist würden. nicht der Ausgang. Das war eigentlich ganz zur Hölle. Ja. Da warten die Gummibärchen schon. Nee, Teletubbies, die sind wirklich voll die Hölle. Ja. Die kleinen Ratten. Auch genannt Killer-Tubbies. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel Und hier ist gibt's der den Schatz ersten dort. Findling. Er wird euch sicher Ja. helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ja, hast Ohne nur eure Angst. Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Die Hose hat doch schon voll, ja. Läuft schon runter. Die braune Suppe läuft da jetzt runter. Lecker. Und für die, die jetzt noch nicht wissen, wie das Skyrim Hört überhaupt zu, genau ihr aussieht, solltet nach ja, Einsamkeit sicherlich gehen schon und gemerkt, euch dass es laut jetzt dem mehr eisernen europäischer Armee aussieht. anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Also, das ist mehr Und wenn die Gothic-Stil, kann man Rebellen sagen. So einen Gothic Kampf haben, 4 General ist das Tullius der mehr. Es ist Einzige, der auch nicht sie mehr so aufhalten kann. dunkel, finster wie auf der Dreifassung. Auf der Dreifassung ist es immer so duster und wirkt so richtig kalt. Ja, wie im Norden nun mal ist. Die Kulisse sieht weiter schöner aus. Die ist freundlicher. Seht ihr die Ruine dort oben? Das Nö. Urzsturz-Hügelgrab. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Drauger, die nachts den Ja, Berg sie hat immer noch hinunterschleichen und durch mein Albträume. Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Ich gebe zu, ich traue den Dingen Sei manchmal ehrlich, nicht darauf ganz. hast du gewartet, du kleiner Perversling. Darauf hat der Typ doch gewartet. Findlinge. Die heißen so, weil man die findet. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall im Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Ach, Dieb. Wer unter dem Zeichen des Diebs steht, lernt alle Heimlichkeitsfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal Ah, haben. der lohnt sich nicht. Das ist, wenn man einen Dieb macht. Das Ja, müsste aber der Magier sein. Ja. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Aber weil wir zuerst mit dem Blade rumgehen, nehmen wir erstmal den Na, den Krieger. Krieger. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten, also die ganzen Schwerter, Blocken und was weiß ich Und alles, dann alles gibt es noch was einen dazu Findling, gehört. der alles erhöht. Das ist der Liebesstein. Der ist da hinten, der hat nur 15%, aber der ist, lass mich Auf überlegen, alle drei. ja, der ist auf alle Fertigkeiten. Der müsste da hinten bei Reach sein. Da bei die Zwergenstadt. Ein Krieger, gut. In dem Moment, da ich euch sah, war mir klar, dass ihr nicht auf den Wagen gehörtet. Schleimer. Du siehst so aus, als hätten sie dir gleich den Kopf entfernen müssen. Lass dir mal lieber einen richtigen Bart wachsen, da hat man mehr von. Ich gehe immer denn noch mal hier rein. Hört zu, wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient?
Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen. In Ordnung. Guten Tag. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Nee, aber du einen schlechten Tag zum Sterben. Angeber hier. Und stirbt schnell weg. Ja. Er zeigte trotzdem seine Arme rum, ja. Guck mal meine fetten Muskeln an, ja. Was kann er ja nicht? Das ist eine Stahl? Ach so. Der hat 8. 10? Was hat die Steuer? 10. Also der... Ja, dann hast du 2 davon. So. Bekleidung. Genauso wie die kaiserliche eigentlich. Aber ich bin kein kaiserlicher. Was hast du denn eigentlich noch Hübsches? Oh, noch mal viel Scheiß. Ja. Der Typ nennt sich Bodybuilder, ja. Mit was hat denn er sich aufgepumpt? Hat er Sojamilch getrunken oder so? Gummibärchen. Kein Wunder, warum der so viel Östrogen in seinem Körper hat. Da sollte sich lieber ein paar starke Testobooster zu sich nehmen. Die gute Nebenwirkungen von Testobooster sind, die Bärte wachsen auch besser. Vor allem die Halle ist voll dämlich. Ich bin vorher durch, bevor alles zusammenkracht. Ja. Ah, Feuerresistenz entdeckt. Also bin ich im Feuer etwas resistenter, die Pilze. Ist da jemand? Nur da ist keiner. Nur der Weihnachtsmann. Die Weihnachtsfrau vielmehr. Ja. Und ihr seht auch nicht männlicher aus. Mit eure dünnen Arme da. Eine Feuerrüstung. Gib mal her, verkaufe ich bei dem Schmied. Da verkaufe ich auch immer. Immer her damit. Es gibt auch so eine Verkäufermod, gibt es auch. Da hat jeder Händler 10.000 an Geld. In jeder Stadt 10.000. Das Problem ist, wenn man die Mod aktiv hat, kriegt man keine Trophäen. Ja. Da ihr euch nicht wundert, Trophäe erwecken, die kriegt man, wenn man aus diesem Dings herauskommt. Ah, die habe ich schon hier geholt, deshalb habe ich die hier nicht bekommen. Mensch, da sind doch Banditen. Haben die nicht mal ein paar Klunkers hier? Ne, das sind faule Banditen. Alter, sind die faul. Ja, und sowas nennt sich Bandit. Was war das? Das war nix. Ja, umgekehrt. Ja, los, mitten in der Luft. Mist. Zum Glück ist dieser Ork nicht wasserscheu. Und die auch nicht. Ja, komm raus, dann reiße ich euch die Ärsche auf. Es gibt so eine Wasserphysik-Mod auch noch. Aber leider, selbst diese Mods, die eigentlich nichts verstärken, blockieren die Trophäen leider. Ja, generell werden Trophäen immer blockiert, finde ich irgendwie dumm. Ja, obwohl die Mod eigentlich nur ein bisschen Physik erhöht. Trotzdem. Futter. Hammi. Immer her mit dem ganzen Scheiß. Kann ich ganz gut gebrauchen. Verkaufe ich den ganzen Müll. Ja. Nach um 1, scheiß drauf. Dann passt das wenigstens. Achso, warum gehe ich jetzt in den? Ich muss halt die Brücke lang. Und hier findet man ja auch den Stern, hier findet man hier sehr gut, wenn man ein hohes Level hat.
Ab Level 15 oder sowas, Merida Stern war das, oder Level 10. Dann kann man ihn aus Zufall finden. Räume ich einfach mal jetzt hier so aus. Sind die dämlich, die Banditen? Ja, gehört ja auch keinen mehr. Das war's. Aus die Maus. Ah, gib mal die Waffe, die verkaufe ich auch. Ah, jetzt kommst du ja immer raus und rein durch den Schlüssel. War das der Typ? Ja. Was ist hier? Ah, zwei, das kann man auch sehr gut verkaufen. Auch wenn die sehr viel wiegen. Ja, deshalb nehme ich jetzt nicht so viel mit. Es gibt auch eine Mod, da wiegt gar nichts weiter. Da sind die Waffen alle schwerelos und die Rüstungen. Es gibt erst in Weißlauf ein Arcanum Verzauberbar. Zweiundzwanzig waren drin, ne? Das Ist der dämlich. Oh, boom! Ha, wie der geflogen ist. Der hat wohl schlechte Ohren. Was hat denn der mit seinen Ohren gemacht? Ja, die ganze Zeit geschmiedet. Dabei ist die Schmiedekunst ja in besser Qualität. Ah, jetzt trage ich so viel. Ja. Das müsste Schmiede sein. Das ist einer dieser Lehrbücher. Am besten diesen Zweihänder und so ablegen, das Schwerste, was du am wenigsten Geld bringt. 11. Level 2 und Wert 10, 30, 60. Den hier erstmal weg. Ah ne, der hat eine Verzauberung drin, ne? Ah, den kriegst du sehr oft. Die Zahnstocher hier, die bringen kaum Geld. Ja, aber wiegen ordentlich. Den besten über den Zweihänder noch rein, auszaubern kannst. Den habe ich natürlich behalten. Den muss ich mit zu Weißlauf nehmen, dann kann ich den entzaubern. Das geht nämlich erst im Weißlauf. Das war nix. Wir haben ja noch Ladies an der Front. Jetzt gibt's einen reinen Ladykrieg, gibt es hier jetzt. Eine Weiber-Schlammschlacht. Ja. Bier, 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 Bier. 50. Und wiegt du bloß 5. Gewicht 6. Und Ring 50. Aber weil man einen Redekurs nicht trainiert hat, dann kriegt man diesen Wert nicht. Man muss Redekurs trainieren. Ja, ein Geld. Oh, ein Beutel und nochmal einzelne 8 Taler waren drin. Deshalb geht ja man so eine Banditenverstecke so gerne rein. Keinen juckt es, wenn man ihnen die Kehle aufschlitzt und ausräumt. Das juckt keinen. Ja. Man kriegt keinen Ärger mit anderen. Weil die sind ja wieso verurteilt. Bloß anfangen sollte man vorsichtig mit dem Clown sein. Wenn sie nämlich erwischen lässt, dann kommt gleich das ganze Dorf auf einen drauf zu. Besonders bei den Oblivion-Teil. Da war es besonders schlimm. Der fünfte. Ja. Das war nämlich das erste Mal, wo ich es hier durchgespielt habe, also gezockt habe, das Spiel hier. Da ich am Anfang geklaut und da ich mich erwischen lassen und es geht gleich, wo bin ich rausgegangen aus dem Laden und es ist gleich der ganze Scheiß Dorf ist auf mich drauf los Ja, und nur hat wie mich ein Stück niedergemetzelt. Brot. Wirklich, nur ein Stück Brot. Hat mich vergriffen gehabt. Wollte mir eigentlich das was so weiß gekennzeichnet ist, nehmen.
und hab mir das Brot, was rot ist. Was rot ist, ist denn als Clown da. Also das glaubt man denn, wenn man das nimmt. Hab ich mir genommen und gleich der ganze Dorf auf mich drauf. Ah, hier muss irgendwo eine Hütte sein. Da ist sie ja. Aber wie? Gleich auf mich drauf los und mich niedergemetzelt. Und sogar die Kinder haben damit geholfen und haben ihren Spaß Vor gehabt. allen Dingen. Köters und sowas waren auch mit dabei. Wo muss doch die Hütte sein? Mir war es so, als wenn sie da oben auf so einem Fleckchen war und nicht hier beim Findling. Irgendwo hier war ja eine Hütte, wo so eine alte Frau war. Da war ein Haufen Alchemie-Dinger und sowas. Wenn man nämlich reingegangen ist, wieder raus, dann hat die Alte ihn angegriffen. Da müsste die Hütte sein. Ja, da ist er. Ich bin doch nur eine alte Frau. Oder was die da jetzt labert. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Ja, aber das warst du gleich. Das sind die Roten. Ja, das heißt Clown. Wenn man nicht Redekunst hochgezogen hat, dann kann man die Geklauten nicht verkaufen. Nee, das war keine Zutat. Das ist einfach nur Futter. Das ist eine Zutat. Billig teile. Ja, die ist total arm und natürlich hat die trotzdem noch ein bisschen zu viel Abgut. Hoppla. Kaputt. Das ist eine deutsche gemalte Hexe, ist das. Und die ist frisch aus der Psychiatrie ausgebrochen. Deshalb bin ich reingegangen. Das ist ja Verzauberer, um die Rüstungen wertlos zu machen. Wenn man den nicht findet, dann muss man nämlich bis zu Weizlauf. Da ist dann der erste. Zack, wow, gleich ein Level voll. Die futter ich nachher gleich alle. Waren die überhaupt passiv eigentlich, die Dinger? Was? Wenn du die gegessen hast. Ja, das habe ich, dann habe ich die, dann weiß ich, wofür die zunutze sind. Hey, geliebt, Liebes, warum zögert ihr? Ihr spürt doch die Macht in eurem Blut. Blut pulsieren. Ihr müsst nur die Hand ausstrecken und nach ihr greifen. Sagt euch los von eurem Jungen und kommt, lebt mit mir im Wald. Meine Schwester wird bald hier sein. Zusammen können wir einen richtigen Zirkel bilden und dann kann eure Ausbildung wahrhaftig beginnen. Ja, das sind voll die Gothic-Typen und die Black-Mettler sind das, die da gerade mal was machen wollen. Das sind Satanisten. Und Ah, dort. die Nebenwirkungen. Von manchen. Ja, du kannst ja auch Tränke brauen, die dem Angreifer schadet. Kannst du ja auch machen. Und dafür sind ja die. Dann müsst ihr die alte nicht angreifen. Alchemie verbessert. Auch ein Lehrbuch. Deshalb ist es immer gut, da die Bücher also
zu gucken. Ah, das war ein beschädigtes Buch. Ah ne, hier war noch ein ganzes, oder? Das Lied der Alchemie hieß das Ding. Das beschädigte Buch ist natürlich rot, ja. Das ist gut. Niemand soll mein Geheimnis kennen. Und tschüss, weg damit. Schwächling, gib mal her, mal sehen, was du da alle, was du kann. Die kannst du dann auch noch gleich machen. Schlampen AD, Schalten Tod B. Das war's mit der Hexe. Das Gute ist ja, dass auch bei dieser Version die Ladezeiten kürzer sind. Ja. Also bei der anderen, bei der 3, da sind die Ladezeiten extrem lang. Ja. Und so. Nee, kannst also, du ja. Schon. Ja. Das war bestimmt bei dieser Kappe, Kapuzenteil da bei Helgen, wo ich doch diesen toten Magier ausgeräumt habe. Da war es bestimmt. So, jetzt geht's nach Helgen. Nee, nach Weißlauf. Von Helgen kam er ja, da wurde er niedergefackelt vom Drachen. Ja, als hätte der Drache nichts anderes zu tun. Nö. Der wollte auch ein bisschen seinen Spaß haben. Er hat wohl gemerkt, dass ich das Drachenblut bin. Vielleicht deshalb. Guten kleiner Fuchs. Oh nee, das macht keinen Spaß, ihn nur den Schädel runter zu kloppen. Ah, den Escherst du ein. Wurzel. Puh. Nee, der brennt Feuerknäuel. Ein fetter Elch. Fuchspelz. Es ist ein Elch entsprungen. Es ist ein Elch entsprungen. Puh, der ist durch. So jagt man heute. Ja, ein Wildbrett. Ah, die sind hier für eine Mission. Irgendeine. In Rifthorn gibt's eine Mission, da will die Ene, eine Alchemistin, einen Haufen von diesem Zeug haben. Von diesen Nirnwurz oder wie die hier heißen. Ja. Gesundheit senken. Ich mach erstmal auf KP was. Und die Steine haben auch in der Vierfassung weitaus mehr Tiefe. Ja. Und das nur in der Feuer-Diversion. Ja, bei der 3 sah die Tiefe nur vom Weiten aus, aber wenn man dran ist, dann hat man gesehen, dass Animate war. So, und das ist die Stelle, weil wir denen gefolgt sind, kann man sich die Teile hier nehmen. Ja. Jetzt im Moment sind sie noch auf Stehlen. Ja. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Hadvar? Woher kennt ihr ihn? Er ist ein Freund, er hat versprochen, dass ihr helfen könnt. Freunden von Hadvar helfe ich gerne. Aber ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Woher kennt ihr ihn? Ein Drache hat Helgen angegriffen, zerstört und zerstört Hadvar und ich sind zusammen entkommen. Was? Ein Drache in Helgen? Ja. Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas von das Tal gesehen. Hinunter. Von die Süden kommt. Hier überall rum. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Das war ein Drache. Hartbart wird es euch bestätigen. Ein Drache? Hier in Himmelsrand? Was ist nur los mit dieser Welt? Erst der Krieg, jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt jetzt kann euch, ich sämtliche Dinger hier nehmen, die weiß sind. Ja, wo die Eisenbarren dazu sind. Dietriche. Immer her damit. Das kann ich verkaufen.
Komme ich nach Weißlauf? Wie komme ich da hin? Diese Sala, bla bla bla. Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Ist doch gleich um die Ecke. Erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Mit dir rein. Onkel Alvor, hallo. Ist immer noch alles rot. Hadvar, Talos sei Dank. Eure Bekanntschaft hat mir von den Geschehnissen in Helgen berichtet. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr uns erzählen, was passiert. Als Panzerhandschuh kann man... Der Füßler, ich verkauf das an ihm weiter. Nein, eigenen Kram verkaufen. Also wenn man das im Echt machen könnte, naja, da hätte man schnell mal ein Auto zusammen. Und vor allen Dingen die Dinger hier, die kommen immer wieder. Ja. Zwar nicht so schnell, aber wenn man das nächste Mal, wenn eine Weile nicht mehr hier war und wiederkommt, dann liegen die wieder dort. Die kann man sich auch mal nehmen. Die vermehren sich von Alena. Diesmal habe ich den Fehler nicht gemacht. Ich spule mal auf Tag zu. Bloß bei ihm, wenn man den Vampirpfad genommen hat, der als Vampir rumläuft, dann sollte man sich überlegen, das zu machen. Also im Tag rumzulaufen. Ja. Sigrid, wir haben Besuch. Als wenn sie erst neu reingegangen sind. Ja. Jo! Stärken, das Geld kann genommen werden. Wir haben uns solche Sorgen um euch. Wir haben ja auch gerade so viel, ja, so wie es hier aussieht. Ihr müsst hungrig sein. Setzt euch. Ich bring euch etwas zu essen. Halt, Junge. Dann tischt man ein bisschen mal zu essen auf hier und nicht irgendwie so ein komisches Brot oder so, sondern ein richtiges Spanferkel hier auftischen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Eisendolch, Eisenschwer? Nimm ich gerne. Ja, auch nicht, weil der Typ braucht ja oben Ware. Ist das nur sein eigener Kram? Ein Drache? Nö, war kein Drache. Ja, wie oft soll ich noch sagen, es war ein Drache. Mann. Uswald hat nichts zu befürchten, Schatz. Das war eine Taube, die fanden oben was abgelassen hat. Seine Kuh kann ich einem nicht verkaufen, außer einen Krämer. Da krieg ich nicht für. Hat wahr. Daraus mache ich Leder, mache ich die Schmiedekunst hoch. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein ja, hat okay, ne? Bestimmt auch nicht geschafft. Hallo, ich stehe vor dir. Ja, da bin ich untot. Ich dachte, ihr könnt uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hadvar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht ihr? Warum im angemessenen Rahmen? Ich kann nur gleich das ganze ja, Haus nehmen. Er regiert das Fürst. Wenn die Tür aus der Angel und alles so nahm. Die Tür darfst du behalten. Vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Nee, ein Holzstück darf er behalten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Doch. Woher will das wissen? Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie schön Wetterfreunde. Na, die Nord. Dann brauchst du nicht so komisch gucken. Die Nord haben wieso den besseren Werte als so. Ja, Elise, sollte ich wohl sagen. Stell mal vor, das ist ein Nord, der Typ. Aber auch nur, als mit Jahr und war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat er hat unerbittliche Macht eingesetzt, das ist ein Turum. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren.
Wenn die Jahre den Schrei kannst du ja noch einmal gern spüren, töten, wenn du willst. Kehren wir zurück zur Barbarei. Dann müssen wir erstmal holen. Darf ich euch eure Schmiede bitte? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Was du nutzt nicht den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Ach nein. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Die haben wir uns schon längst geholt. Ich kann was Neues machen. Sag bloß. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Du und Äxte schärfen, ja kein Wunder, warum die nicht hacken. Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zur Himmelsrand. Wirklich? Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendet. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Also, habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Ja, aber sonst kannst du ja gerne mit rauskommen und dir den angucken. Mann, wir haben eine Kuschelechse gesehen. Hört's so frieden. So, dann hören wir erstmal wieder auf und so. Schon wieder so weit? Ja. Ey, Mann, die Zeit vergeht ganz schön schnell bei Skyrim. Das geht ja gar nicht. Ja. Das ist ja wirklich extrem schnell. Aber wir sehen uns gleich wieder. Ja. So, dann speichern wir erstmal und dann zeigen wir euch nach dem Video, wie man schmiedet. Na denn. Bis dann.